Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FitiBeast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Es geht sehr gut voran. Ich habe in den letzten Folgen tatsächlich ein kleines bisschen die ganze Zeit übertrieben. Wir haben immerhin noch diesen coolen Typen hier, der 100%, der jeden Moment das allererste Endprodukt ausspuckt. Das kann doch nicht angehen, Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Da können wir ja schon fast zugucken. Oh mein Gott. Wie geil kann eine Folge geiler beginnen als so? Wir haben unser allererstes Szenario hergestellt. Was sagt man dazu? Brauchen wir nur noch 10.000 mehr. Okay, cool. Läuft, würde ich mal sagen. Läuft sehr, sehr gut. Das haben wir gemacht. Wir haben erst Iridium ja schon vor irgendwie gefühlt 3 Jahren hergestellt. Und wir haben eine Maschine produziert, die ploppende Items macht. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge fertiggestellt. Das ist ein Luxusproblem, dass die Items ploppen. Hier wird letztlich auf 3 verschiedenen Lanes parallel Zeug hergestellt, komprimiert und dann hier durchgeführt. Und da der Pyrolyzer nicht der flotteste ist, kann es eben sein, dass hier Items rausploppen. Das ist aber, wie gesagt, also ich sage es gerne nochmal, ein wirkliches Luxusproblem, mit dem wir uns jetzt hier aktuell nicht so sehr beschäftigen müssen. Das wird sich alles noch einbekommen. Was sich allerdings nicht einbekommt, weil wir uns noch nicht darum gekümmert haben, ist, dass diese Items hier auch tatsächlich in meinem System landen, genauso wie andere Items hier drüben. Und deswegen machen wir heute einfach mal eine gechillte Folge ohne XXL und Wahnsinn und was weiß ich, wo wir uns Importsysteme basteln. Importsysteme trifft es nicht ganz, ist nicht so der ganz korrekte Wortlaut. Aber ich hab mir was überlegt. Und zwar setzen wir einfach Extraction Pipes. Oder irgendwas anderes. Wir können es auch von mir aus mit Buildcraft machen, wenn wir lustig sind. Und ich glaube, ich bin lustig, weil ich Extra Utilities nicht so sehr mag. Die einfach hier quasi, wir setzen so einen Pipe-Weg hier hin. Da haben wir ein Jetpack, ist überhaupt kein Problem. Die hier reinballern und dann wird das hier dementsprechend weiterverwaltet. Keine Ahnung, ob ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das ist ein so viel einfacheres und schnelleres System als das, was ich bis jetzt immer gebaut hatte. Ich weiß wirklich nicht, warum ich da nicht schon früher drauf gekommen sind. Also, wir machen jetzt mal ganz schnell, dann seht ihr nämlich auch mal, was das hier eigentlich für ein Aufwand ist, ohne Zeitraffer. Wir benötigen zunächst nochmal 2 weitere Redstone-Geschichten. Wir könnten uns da unten eine sparen tatsächlich, wenn wir direkt... Ja, wir brauchen nur eine weitere, komm schon, YOLO, Alter. Brauchen wir wirklich nicht. Wir lassen hier schnell eins produzieren und machen noch schnell eine weitere Redstone-Engine und alles andere haben wir dafür da. Es kostet tatsächlich nur ein kleines bisschen Gold, was wir hier gerade machen. Gold? Weiß ich nicht, haben wir genug Gold? Wird knapp 35.000. Es könnte sein, dass uns zwischendrin noch das Gold aussteht. Kappa. Okay, Kappa brauchen wir übrigens tatsächlich. Und zwar... Hallo? Hallo? Ach so. Ja, okay, das wurde mir nicht angezeigt, weil ich Kappa noch im Inventar hatte. Nee, also Kappa brauchen wir tatsächlich. Und zwar Kappa Gears. Die lasse ich mal hier schnell herstellen. Die brauchen wir nämlich für unser Geschichtchen hier. Dann können wir schon mal das hier so und so und so. Und dann brauchen wir noch irgendwie Holz. Ich mache das inzwischen, ich crafte hier wieder von Hand, weil das System wahrscheinlich immer noch so überladen ist, weil ich vor 10 Folgen mal aus Versehen ein bisschen Duster produzieren lassen. Ja, und deswegen hängt das hier halt einfach immer noch. Ich weiß nicht, was ich da veranlasst habe, aber es macht auf mich den Eindruck, als würde das sich nie wieder einkriegen. Ach ja, irgendwann vielleicht. Okay, das der Ding haben wir jetzt hier zusammen. Das heißt, wir können die Redstone Engine noch herstellen. Da brauchen wir mindestens eine für. Den Rest bauen wir einfach weiter aus. So, und dann klauen wir dem Ding quasi einfach den Puffer. Auch eine schöne Möglichkeit. Das Letzte, was wir jetzt halt noch brauchen, und zwar in Massen, das sind Golden Pipes. Ah, wir sehen schon, ey. Wie gesagt, das ist nicht mehr lange der Fall. Das ist jetzt nur noch so lange der Fall, bis hier drüben diese Dinger hier leer laufen. Und die sind jetzt schon ungefähr bei der Hälfte und dann wird das auch nicht mehr passieren. Und wenn nicht, bauen wir bessere Furnaces hin, die schneller sind oder so. Ich bin mir nicht sicher, was das Beste ist. Das wird sich einpegeln in der nächsten Zeit. So viel Itemverlust haben wir hier tatsächlich gar nicht. Also ich sehe es positiv. Ich bin mal gespannt, was unsere Kisten irgendwann vollmüllen wird, die ich ja hier als Item-Sinks angegeben habe. Okay, cool. Dann sagen wir einfach mal, ich werde hier unten quasi den Weg drunter durchbauen und den dann da hinten irgendwo hochbauen. Das bedeutet, wir brauchen letztlich nur Golden Pipes, aber halt doch ein paar. Deswegen gucke ich einfach mal, wie viel Glas wir da haben. 0. 0 ist sicherlich schon mal eine gute. Haben wir wirklich gar kein Glas da? Das ist hart. Da bestellen wir uns mal einen Stack. Denn das Tolle ist, das funktioniert wirklich... Jetzt dachte ich gerade, das wäre ein anderer Spieler, Mann. Das funktioniert halt wirklich. Das wird dann hier irgendwo reingehauen, wo auch immer. Hallo? Früher ging das noch mit dem Bestellen.
Irgendwie habe ich das komische Gefühl, dass das nicht geht. Jetzt hat er wirklich mal gemacht. Guck mal. Also wirklich, wir sind die meiste der ploppenden Items. Das muss ich aber mal so gesagt haben. Ist ja echt sautraurig. Okay, aber immerhin haben wir das Glas jetzt da. Wenn man jetzt hier Gold rumlegt, bekommt man diese Goldpipes hier. Das ist das Erste, was wir brauchen. Die andere Redstone Engine haben wir bereits. Eine Wooden Pipe haben wir noch unten drin. Das heißt, wir holen uns einfach einen Stack hier. Und dann machen wir das so. Ich würde das niemals so machen, wenn ich auf einem Multiplayer-Server mache. Dann müsste ich andere Pipes verwenden. Aber for real, das kann ich mir einfach leisten, weil das hier mein eigener Server ist. Und ich kein Problem hier habe, dass noch andere Leute da bauen oder weißt du da so, dass ich einfach, ich muss nicht so Angst vor Lags haben. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann. So, jetzt Hover-Mode rein. Genau, und jetzt bauen wir eine Runde. Beziehungsweise wir fangen hier unten an. Das ist auch etwas recht Riskantes eigentlich, was ich hier gerade mache. Aber ich kann es mir leisten, solange ich einfach immer ein bisschen mein Kram hier im Kopf habe. Diese Zahl oben links darf nicht zu klein werden. Und dann können wir tatsächlich hier anfangen, unterirdisch zu verkabeln. Was sau cool ist. Weil hier werden dann später einfach die Items lang geliefert. Und jetzt sind wir schon bald da. Jetzt können wir mal hier noch lang kabeln. Sieht man jetzt leider ein bisschen, aber ist egal. So, hier müssen wir gucken, dass wir nicht zu nahe kommen. Sonst wird es irgendwie als Teil des Systems noch erkannt. Und hochkommen tun wir übrigens hier hinten. Oh, wir sind außerhalb des gechunkloadeten Gebiets. Da müssen wir gleich aufpassen. Das könnte nämlich noch ein Problem werden. So, jetzt gehen wir hier hinten so lange. Ja, schön ist es nicht, aber ich finde, Schönheit kann auch funktional sein. Und funktional ist es in jedem Fall. Das ist so eine Casey Neistat-Möglichkeit, versteht ihr? Das ist so, die Schönheit kommt dadurch, dass es funktioniert. So, alles klar. Das hätten wir geschafft. Das Tolle ist, hier kann jetzt einfach noch eine Iron Pipe zwischen rein. Da können wir nämlich über denselben Strang auch den anderen Kram da hinten reinhauen. Das ist ganz angenehm eigentlich. So, alles klar. Iron Pipe und Wooden Pipe brauchen wir noch. Ansonsten läuft das aber hier schon so. Das wird dann automatisch hier reingegeben. Was nice ist, ja, Iron Pipe und eine Wooden Pipe. Wooden Pipe, Iron Pipe. Wo sind unsere Iron Pipes, wenn wir sie mal brauchen? Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch irgendwo welche haben. Hier ploppt auch alles schon rum, wie es will. Achso, das war sowas. Okay. Iron Pipe. Ja, die eine zu bestellen würde tatsächlich... Ah, nee, das System hat sich wieder. Oh, wie schön. Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Die muss nämlich hier natürlich an die Zusammenstellung quasi hin, damit die Items nicht in die falsche Richtung laufen. Das wäre sehr suboptimal. Hier, das ist die richtige Richtung. Und jetzt kann ich nämlich einfach hier so weiterbauen. Und die Items werden dann automatisch immer darüber geliefert. So, hier geht's bis hier hin und hier geht's dann runter. Auch wieder unter die Plattform. Ich finde das irgendwie cool, das alles unter den Plattformen zu bauen. Hat auch irgendwie Stil, finde ich. Hat was von, wir können endlich fliegen, oder? Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt wirklich so, jetzt fangen wir an zu verkabeln so. Jetzt bringen wir endlich mal Leben in die Bude hier rein. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe doch. So, nice. Ich kabel mal bis hier rüber. Ich weiß nämlich selber nicht, wo ich hin muss. Und ich hoffe einfach mal, dass die Lags nicht so krass sind. Aber es sieht halt mega aus, finde ich. Es hat so richtig was von Technikprojekt. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe doch. Okay, hier lassen wir das Zeug auspumpen und lassen das dann hier irgendwie runtergehen. Hover-Mode ist drin, sonst würde ich mir das hier gerade nicht trauen. Zack, okay. Die wird natürlich ausgetauscht, klar. So, und hier wird es jetzt einfach... Ich kann sogar hier einfach draufbleiben. Es kostet ein bisschen mehr Sprit, wenn ich die ganze Zeit auf der Leertaste draufbleibe, aber nicht ganz so viel. Oh, oh, unsere Pipes werden noch knapp. Aber ich glaube, es müsste gerade so reichen. Ja, es reicht. Nice, okay, cool. Dann haben wir jetzt ja tatsächlich alles zwischendrin verkabelt. Ich kann den Hover-Mode wieder ausmachen. Den brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Dann kann ich die hier rausschlagen. Hier kommt nämlich die einzige Wooden Pipe hin, die ich mitgenommen habe. Hier ist sie. Ich wollte gerade schon sagen, die ich mitgenommen habe. Zwinker, zwinker, aber ich habe sie wirklich dabei, alles kein Problem. Hingesetzt, Lever hingesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ein Pfeil. Hover-Mode wieder rein. Ich möchte den Pfeil sehen. Wo ist der Pfeil? Komm schon, Mann, wo ist der Pfeil? Da, habe ich... Ja, da ist er. Ein Pfeil. Seht ihr das? Der huscht hier so entlang und landet dann in meiner Importbox. Und wenn wir hier jetzt das hier aufmachen, werden wir immer wieder sehen, dass ein
sorry, dass einzelne Items einfach mal so, ha, da war kurz ein Pfeil. Und dann wird er automatisch einsortiert. Oh, das ist ja cool. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine einfache, wollte ich schon sagen. Einfach ist es nicht, weil dieses Ding hier nämlich voll ist mit Scheiße. Ich wäre kurz davor, das wegzuschmeißen, aber dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Wir entleeren unser Inventar mal schnell. Das Einzige, was ich nämlich machen muss, ist da das Ding jetzt aufzureißen und eine Goldpipe reinzulegen. Okay, das kann ich verantworten. Und zack. Ah nee, es braucht gar keine, es braucht eine Iron Pipe. Kommando zurück. Scheiße. Scheiße, ich weiß, wie ich heiße. Okay, kacke. Das war ein Fehler. Jetzt müssen wir erstmal hier kurz irgendwie unseren Inventar kurz leer machen und eine Iron Pipe bestellen. Und dann werden die Items nicht mehr aus Versehen weggeworfen. Das war mein Fehler, aber letztlich ist es ja nur eine Beschleunigung, was wir hier machen, ne? Also es ist ja nicht so hart, was hier wirklich passiert. Es ist trotzdem ziemlich hart, also unterm Strich ist es hart, was, oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Ja, okay, wenigstens hat die sich gleich richtig formatiert. Ja, also wir sind ja nach wie vor in der Welt der poppenden Items, aber das jetzt hier passt alles. Mein Inventar ist etwas überfüllt. Ihr seht jetzt, dass das Zeug auch automatisch. Und das Tolle ist halt wirklich, dass sowohl von hier hinten als auch von da drüben sehen wir jetzt, wie ganz langsam. Ja doch, irgendwo. Hier, das Gunpowder wird weniger. Ich hoffe mal, dass die Pipes überhaupt schnell genug sind und alles. Aber hier dürfen wir jetzt tatsächlich sehen, wie, machen wir schnell unser eigenes Inventar leer. So. Keinen Platz mehr für sowas. Hier dürfen wir jetzt tatsächlich sehen, wie hin und wieder mal ein Gunpowder und irgendwas anderes ankommt. Ja, mega, du. Damit haben wir auch wirklich die Erzproduktion, die immer noch poppt, aber halt nicht mehr so hart, haben wir geändert so. Und jetzt können wir wirklich, jetzt müssten wir suchen können. Ja, geil. Das ist halt schon, das hat was von Technik. Und laggen tut's auch nicht, da wir hier sonst auf dem Server noch nicht so viel haben, ne? Cool. Okay, Leute. Die letzten Folgen waren total übertrieben. Ich bekomme jetzt in wenigen Minuten Besuch, deswegen ist diese mal nicht übertrieben. Das war's mit der heutigen Folge. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt, Skate freut sich, dass Technik cool ist. Disconnect. Bis bald. Ciao.